Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute habe ich mal eine andere Kulisse. Ich habe mich einfach mal auf mein Bett gesetzt, weil ich hatte keine Lust da vor dem Bücherregal. Und ich habe auch kein Licht, beziehungsweise ich müsste das hier reinholen. Und ich bin heute, ja, ich habe keine Lust, das Licht jetzt hier reinzuholen. Deswegen gibt es heute gemütlich von hier aus ein Video. Und zwar gibt es eine Rezension zu Fly and Forget. Ich habe gerade mir schon den Mund fusselig geredet in meinem Lesemonat, weil ich habe gerade so eine Drehsession eingelegt. Mein Akku ist aufgeladen. Ich bin unglaublich stolz auf mich deswegen. Deswegen, ja, wenn ich zwischendurch mal irgendeinen Stuss laber, ignoriert das einfach. Ich rede schon ein bisschen länger. Bei uns schneit es, was ich richtig grausam finde, weil ich letzte Woche noch auf der Terrasse saß. Aber okay. Ja, Fly and Forget von Nena Tramu. Von Nena. Genau. Also ich habe ja von der Autorin schon die City of Elements Reihe gelesen und deswegen war ich jetzt umso gespannter auf ihre New Adult Reihe. Und ja, es geht hier um, ja, Liv. Liv ist Journalismusstudentin und bei Liv läuft gerade leider alles drunter und drüber. Ihr Freund trennt sich von ihr und bittet sie auszuziehen, was bedeutet, sie muss eine neue Wohnung finden. Und ja, ihr Job bei der College-Zeitung, der läuft leider auch alles andere als gut. Und ja, so kommt eins zum anderen und Liv zieht in einer WG ein, doch womit sie nicht gerechnet hat, ist, dass sie dort auf Noah trifft. Noah, ihrem, ja, besten Freund aus der Kindheit. Noah, der einfach verschwunden ist, als sie die schwerste Zeit ihres Lebens durchgemacht hat. Und ja, Noah ist aber, erscheint komplett verändert, denn er ist nicht mehr der freundliche Typ, der er früher war, nicht mehr ihr wundervoller bester Freund, sondern er ist ein, ja, kaltes, herzloses Arschloch, was reihenweise Frauen anschleppt. Und ja, als Liv dann die Gelegenheit bekommt, beziehungsweise als Liv dann einen Artikel schreiben soll, wie sie einen Fuckboy bekehrt, denkt sie sich, komm, ich werde jetzt genauso arschig zu ihm sein, wie er zu mir, weil aus irgendeinem Grund ist er überhaupt nicht froh, sie zu sehen. Und ja, ist ganz schön fies zu ihr und ja, deswegen möchte sie jetzt diesen Artikel über ihn schreiben. Doch, ja, sie hat halt das Ganze mit ihren Gefühlen nicht bedacht. So, das ist die Grundstory. Ich muss sagen, die ersten 100 Seiten sind mir ein bisschen schwer gefallen. Nicht wegen dem Schreibstil, der Schreibstil war super. Ich hatte auf den ersten 100 Seiten so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit Liv. Ich weiß nicht warum. Ich fand, sie war irgendwie so eine abgehackte Persönlichkeit. Also ich konnte mich auf den ersten 100 Seiten nicht zu 100% auf dieses Buch einlassen. Aber danach habe ich das Buch in einem Rutsch, in einem Weg durchgesuchtet. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Egal. Ich habe sowas von weggesuchtet. Liv gefiel mir so, so viel besser. Klar, sie möchte auf der einen Seite den Artikel schreiben, beziehungsweise sagen wir mal so, eigentlich will sie diesen Artikel nicht schreiben. Aber sie ist so, ja, wegen bestimmter Umstände so ein bisschen dazu gezwungen. Und ja, immer wenn sie sich Noah so ein bisschen annähert, schiebt sie das natürlich auf den Artikel. Der hat böse, böse Artikel, ist alles schuld. Was denn auch sonst? Und ja, Liv, muss ich sagen, hat mir so, so gut gefallen hinterher. Also die war echt so eine tolle, starke Persönlichkeit. Und ich fand es auch richtig toll, wie sie auf Noah zugegangen ist. Klar, sie sagt zwar immer wegen dem Artikel, aber wir wissen ja natürlich alle, dass es nicht wegen dem Artikel ist. Und ich fand es wirklich so toll, wie sie auf Noah zugegangen ist. Einfach so erwachsen und sie wollte die ganze Zeit mit ihm reden. Und es war halt nicht so, ja, dieser Kinderscheiß irgendwie. Es war richtig, richtig schön. Und ja, Noah fand ich. Das Buch wird übrigens aus beiden Sichten geschrieben. Es gibt immer ein Kapitel aus Livs Sicht, ein Kapitel aus Noahs Sicht. Beziehungsweise, ich glaube, manchmal waren es auch mehrere Kapitel aus der Sicht des jeweils anderen. Es hat mir so, so gut gefallen. Ich muss sagen, ich mochte Noahs Perspektive fast noch lieber als die von Liv. Und das hatte einen Grund. Und zwar war Noah, bei ihm hat man direkt im ersten Kapitel gemerkt,
da stimmt was nicht, irgendwas hat diesen Kerl richtig zerstört und richtig kaputt gemacht. Ihr wisst, ich habe eine kleine Schwäche für kaputte Protagonisten und nicht anders war es bei unserem wundervollen Noah. Der ist nämlich auch richtig kaputt, richtig zerstört. Er denkt, dass er nichts verdient hat, außer ja, irgendwie alles schlecht in seinem Leben. Und ja, ich fand Noah ganz toll und die Kapitel aus seiner Perspektive waren demnach auch richtig emotional und man hat sich so sehr reingefühlt und ja, es war wirklich, wirklich toll und es hat mir so gut gefallen und es hat alles super gut gepasst. Klar, das ein oder andere, was passiert ist, war für mich ab einem bestimmten Punkt im Buch vorhersehbar, aber man muss dazu sagen, ich habe schon so viele New Adult Bücher gelesen und irgendwann sind es dann halt auch schon manchmal die gleichen Themen. Aber ich finde, wieder wie hier rangegangen wurde, war es auf jeden Fall eine ganz andere Art und Weise und für sich stehend und richtig besonders. Und ich habe einen kleinen Kritikpunkt. Also es ist so ein Kritikpunkt wie auch, ja, Positivpunkt in einem. Und zwar werden in diesem Buch immer so kleine Rückblenden gemacht in die Vergangenheit, weil wie gesagt, Liv und Noah kennen sich nun mal aus ihrer Vergangenheit und ja, diese Rückblenden fand ich wirklich, wirklich toll. Was mir nicht so gut gefallen hat, sie waren mitten in der Gegenwart, also es war quasi, ich weiß nicht, zum Beispiel Liv sieht einen Teddybären und wird dann zurückkatapultiert an eine Szene, wo irgendwas mit einem Teddybären zu tun hatte. Und es hat mir auf der einen Seite gut gefallen, so dieses Zurückkatapultieren und dann war sie wieder in der Gegenwart. Auf der anderen Seite fand ich es manchmal, ja, es war so sehr abrupt, so dass da ja noch nicht mal so ein Absatz oder so drin war. Ich finde leider aber auch gerade so, doch, da war es, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das sehen könnt. Moment. Am besten lest ihr es nicht. Nee. Doch nicht, es war gar nicht ganz egal. Auf jeden Fall, ja klar, manchmal war schon so ein Absatz drin, aber es war so, es war sehr abrupt von der Gegenwart in die Vergangenheit dann rein. Wie gesagt, das ist so Kritikpunkt und Positivpunkt irgendwie in einem, weil ich nicht weiß, ob mich das stört oder ob ich das cool finde. Aber ansonsten möchte ich auch noch sagen, die Nebenprotagonistin, die fand ich so unglaublich toll, weil wie gesagt, Liv zieht in eine WG mit zwei Mädchen und Noah. Und ja, die zwei Mädels, Mathilda und die andere heißt, weiß ich jetzt gerade nicht, irgendwas mit B, die waren so cool und so erfrischend. Und dann gibt es da noch den besten Freund von Noah, den ich auch so, so toll und authentisch fand. Und es war so ein netter Mensch einfach nur. Und ich kann es jetzt kaum erwarten, natürlich, die Geschichten zu lesen von den anderen Protagonisten, weil es geht nämlich weiter mit ja, eben mit Mathilda und noch jemandem, ich sag jetzt nicht wer, und dann halt auch mit der anderen Mitbewohnerin. Die haben natürlich alle so ein bisschen ihr Päckchen zu tragen. Aber ich kann euch dieses Buch absolut empfehlen. Ist für mich absolut was für alle New Adult Fans. Ja, hat so ein gewisse Tiefgründigkeit gehabt, aber nicht zu viel und ich fand es absolut toll und kann es euch absolut ans Herz legen. Und ja, das soll es auch schon gewesen sein von meiner Rezension. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich, ja, sollte ich jetzt sagen, keine Ahnung. Ich wünsche euch einen schönen Tag und sag einfach mal bis zum nächsten Mal. Tschüss!